Wenn man nicht auf den Schutz der Meere achtet und auf den Schutz der Wälder und wenn man sich nicht darum kümmert, dass in Europa wieder mehr Wälder wachsen und die Wälder größer werden, und wenn man sich nicht dafür sorgt, dass die Meere geschützt werden, dann macht man auch keinen wirksamen Klimaschutz. Und damit will ich zur Einleitung mal enden. Aus meiner Erfahrung hat die EU eine ganze Menge im Programm, ist eindeutig einer der großen globalen Akteure, was den Naturschutz angeht, hat sich auch im Meeresschutz hervorgetan, durchaus positiv, aber hat auch eine ganze Menge widersprüchliche Politiken. Und die Landwirtschaftspolitik ist das Paradebeispiel dafür. Also da wird mit links etwas geschützt und mit rechts wird es zerstört. Und für beides gibt die EU Gelder aus. Das muss sich aus unserer Sicht ändern. Das ist erstmal von meiner Seite die Einleitung zu unserer Diskussion heute. Okay, vielleicht stelle ich da direkt noch ein, zwei Fragen. Eine, die aus quasi von euch draußen, von euch Schülerinnen kam, eine, die ich mir noch notiert hatte. Denn ich frage mich jetzt, wie viel Anteil nimmt denn so eine Debatte um Klimaschutz? Du hast angesagt, wie wichtig das im Kontext Europa ist und wie viele Entscheidungen einfach europäische Entscheidungen sind und dass sich die Europäische Union auch nicht so einig ist, dass sie auf der einen Seite Subventionen für solche Milchfarmen macht und auf der anderen Seite sagt, sie möchte irgendwie Klimaschutz voranbringen. Und im Gesamtbild, also es gibt ja viele Themen, die irgendwie in ganz Europa diskutiert werden oder von der Europäischen Union diskutiert werden. Wie hoch ist da so der Anteil an Klima? Also kann man das irgendwie fassen? Ist das da täglich oder hier bei jeder Sitzung Thema oder eher nicht so? Ja, danke für die Frage. Also, was mir an meiner Arbeit so gefällt und was es so spannend macht, ist, dass es immer ein Auf und Ab ist, ne? Also, Klima war ganz groß vor 5 Jahren, vor der ganzen Corona-Geschichte, als die großen Klimademos auch quer durch Europa stattgefunden haben. Da wurde in Brüssel dann täglich über Klima gesprochen. Da hat sich wirklich auch die Europäische Kommission dann so offiziell den European Green Deal auf die Fahne geschrieben. Seitdem auch viel darüber geredet, aber was dann gemacht wurde, fällt dann auch wieder ab, ne? Und im Moment ist es eher so am Abfallenden, geht es eher so runter, die Bedeutung der Klimapolitik und im breiteren Sinne wirklich der Politik, die die Lebensgrundlagen schützt. Und das hängt auch davon ab, wie sich die Leute beteiligen, wer mitredet, wer laut sich zu Wort meldet. Und das ist, was in der Demokratie halt auch Sachen entweder am Leben hält oder dann verschwinden bestimmte Themen auch wieder, egal wie wichtig sie sind. Okay, dann ist jetzt noch eine, die ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig oder schwieriger zu beantworten. Einmal die allgemeine Frage, inwieweit kann die 1,5-Grad-Grenze noch erreicht werden? Beziehungsweise der Teil der Frage ist vielleicht, du hast ihn angeteasert, wieso macht die Politik nichts? Weil ich denke, dass die Politik ja was macht, aber du hast ja gesagt am Anfang, mit wem du dich so unterhältst, mit Lobbyisten. Also ist das vielleicht eine Antwort, wieso macht die Politik nichts? Kann man darauf eine Antwort finden? Naja, die Politiker im Europäischen Parlament und die Beamten in der Europäischen Kommission werden Tag aus Tag ein von Lobbyisten bearbeitet. Und natürlich gibt es eine ganze Menge unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Sichtweisen. Was ich mit dem Beispiel des Phytoplanktons auch klar machen wollte, ist, ob es jetzt um 1,5-Grad-Ziel geht oder um Klimabudgets, wenn die Politik und die Gesellschaft nicht das gesamte Bild im Auge hat, dann kann auch die stärkste Reduzierung von Treibhausgasen zum Beispiel nicht die Welt retten. Ja? Denn wir müssen dafür sorgen, also das ist ein blöder Begriff, die Welt retten. Was ich damit meine, ist die Lebensgrundlagen sichern. Wir müssen immer im Auge behalten, wie geht es den Meeren, wie geht es den Wäldern, wie sehen die Böden aus und wie sieht unser Energiesystem aus, wie viel fossile Brennstoffe werden verbrannt. Das ist alles ein Paket. Und was ich in der Europäischen Union euch auch mit diesen Beispielen zeigen wollte, ist, dass halt durchaus in einigen Bereichen in die richtige Richtung gearbeitet wird, aber gleichzeitig in anderen Bereichen wird dem entgegengearbeitet oder es wird zumindest das Resultat ist dann wesentlich schwächer, als es sein könnte, weil die Sachen halt nicht in eine Richtung gehen, sondern sich oft widersprechen. Okay, wir merken uns also erstmal, es gibt diese Lobbyisten, das sind Interessensvertreterinnen und die gibt es einfach für verschiedene Interessen und die können auch konträr gehen und deshalb geht es auch nicht immer in eine Richtung, was den Klimaschutz beträgt. Ich darf heute ein bisschen darüber quatschen, was hat eigentlich Europa, Klima und
Demokratie alles gemeinsam? Und warum müssen wir darüber gerade jetzt unbedingt mal quatschen? Naja, also vielleicht haben es ja einige von euch so gehört, ne? Es gab ein paar Schlagzeilen die letzte Zeit. Zum Beispiel diese hier. Europa ist der am schnellsten sich erwärmende Kontinent. Erhitzt sich tatsächlich seit 1980 doppelt so schnell als der globale Durchschnitt. Und die Wissenschaft warnt, darauf sind wir nicht vorbereitet. Immer wieder kommt irgendwie der heißeste Tag, der heißeste Monat, das heißeste Jahr jemals. Und ganz ehrlich, ich finde, das kann auch manchmal ziemlich furchteinflößend sein, weil es geht ja hier um nichts weniger als unsere Zukunft. Ja, und es scheint irgendwie schon fast normal geworden zu sein, dass sich irgendwie die Klimakrise radikalisiert, dass sie sich irgendwie einfach weiter voranschreitet. Aber sie gehört nicht normalisiert, sondern sie gehört bewältigt. Und anstatt jetzt irgendwie den Kopf in die Hände fallen zu lassen, genauso wie ihr vielleicht diesen Mann da gerade seht auf dem Bild, können wir tatsächlich dieses Jahr vor allem was tun, denn, ne? Wir haben dieses Jahr ein ganz besonderes Tool in die Hand bekommen für die Europawahl. Eine Zahnbürste sozusagen. Denn ja, wählen ist eigentlich wie Zähneputzen. Das macht man nicht einfach, weil es irgendwie montags morgens um 6 Uhr so mega viel Spaß macht und so gigantisch geil ist, sondern einfach, weil es wichtig ist. Und genauso ist eigentlich auch wählen. Und genauso ist wählen wie Zähneputzen. Machst du es nicht, dann wird es braun. Das bedeutet, gerade sieht es so aus, dass jede und jeder zweite junge Mensch in Europa Stand jetzt einfach nicht plant, zur Europawahl zu gehen. Und das ist ein Riesenproblem, denn jede verschenkte Wahlstimme ist eine Stimme eigentlich für die Rechtsradikalen im Land. Was bedeutet das? Das könnte auch irgendwo gefährlich werden, weil bestimmte Werte, die eigentlich die EU vertritt, die aber auch die Klimabewegung vertritt, die könnten unterwandert werden, die könnten vielleicht einfach nicht so weiter gelebt werden. Welche Werte sind denn das zum Beispiel? Hier, ich sage es nochmal, die Zahnbürste ist unsere Europawahl. Putzt euch auf jeden Fall dieses Jahr die Zähne. Die gleichen Werte. Welche Werte vertritt die EU? Welche Werte vertritt die Klimabewegung? Da gibt es natürlich total viel. Da gibt es Einheit, Gleichheit, Demokratie. Ich habe hier nochmal andere aufgelistet. Von der Demokratie, was verstehen wir darunter? Eigentlich. Ne? Power to the people. So, Demokratie, die gibt es nicht einfach, sondern die wird direkt von uns gelebt. Wir können laut werden, wir können uns an Entscheidungsprozessen beteiligen, wir können auf die Straßen gehen, wir können unsere Meinung äußern. All das sind Privilegien, die wir in anderen Regierungsformen, in dieser Form gar nicht haben. Also Demokratie ist wirklich die Basis von allem und das müssen wir verteidigen und das müssen wir auch leben. Gleichzeitig Freiheit und Solidarität. In der Klimabewegung verstehen wir darunter vor allem, dass wir, ne, solidarisch an der Seite derjenigen stehen, die zum Beispiel heute schon am heftigsten unter der Klimakrise leiden, die heute schon die Dürren, die Stürme, die Fluten vor ihren Türen haben, wo die Klimakrise nicht einfach zögerlich anklopft, sondern wo die Klimakrise heute schon ganze Türen eintritt. Und Freiheit bedeutet dann in diesem Sinne, dass wir natürlich unsere Freiheit hier schützen wollen, aber dass unsere Freiheit nicht bedeutet, dass andere Menschen unfreier werden dadurch, dass wir hier andere Privilegien haben. Und genauso ist zum Beispiel auch ein weiterer Wert Gleichberechtigung. Ne? Egal welcher Mensch du bist, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, egal was für ein Einkommen, Religion, Sexualität du hast, du bist willkommen und du darfst auch hier in Europa friedlich leben. Das sind alles Werte, die könnten so vielleicht in Zukunft nicht weiter fortbestehen, wenn wir nicht wirklich aktiv werden. Jetzt könnte man aber auch denken, jo, aber Luisa, was hat denn die EU jemals für mich getan? Also hat die EU zum Beispiel schon mal irgendwas für den Klimaschutz getan? Jetzt haben wir ja gerade schon mal das Menti-Board gesehen und da haben wir ja schon mal gehört, ja gut, also wir haben auf jeden Fall die CO2-neutralen Neuwagen ab 35, aber da gibt es noch so viel mehr, was die EU schon für uns umgesetzt hat. Da gibt es zum Beispiel den European Green Deal, das größte Gesetzesvorhaben der Welt, Klimaneutralität bis 2050. Da gibt es den Ausbau erneuerbarer Energien auf dem gesamten Kontinent mit dem Paket Fit for 55. Da gibt es aber auch Verordnungen, ne, wo endlich mal Greenwashing wirklich verklagt wird, angeklagt wird. Und so werden wir halt einfach dieser Last, sage ich mal, nochmal entledigt. Und gleichzeitig gibt es auch eine Verordnung, die dafür sorgt, dass Pommes zum Beispiel potenziell nicht krebserregend sind.
Also all das bestimmt unser Leben ganz radikal, ganz bestimmt und sorgt dafür, dass einfach die Umwelt weniger belastet wird, dass das Klima besser geschützt wird und wie wir es gerade auch gehört haben, ne, dass einfach unsere Lebensgrundlage nicht weiter gefährdet wird und wir weiterhin eine lebenswerte Zukunft haben können. Ja, wir haben es auch schon gerade eben gehört, eigentlich ohne uns läuft nichts. Demokratie muss man leben, die Europa muss man leben, diese Werte muss man leben. Also was können wir jetzt ganz direkt tun? Da gibt es ein paar Sachen, ne? Zum Beispiel, man informiert sich erstmal, aber da auf jeden Fall auf seriöse Quellen achten. Falls ich jetzt hier irgendwie ein paar Zurufe höre, nein, TikTok ist keine seriöse Quelle. Ich kann es verstehen, die Videos sind super, ich bin ja selber unterwegs, aber achtet auf jeden Fall, wo kommen die Informationen her? Wer sagt das gerade? Gerade TikTok wird auch sehr viel einfach Unwissen, Halbwahrheiten, Fake News gestreut. Du kannst dich engagieren, ne? Setz einfach genau da an, wo du bist, was du am liebsten machst. Ey, machst du Musik? Ey, dann mach doch irgendwie Musik, ne, über diese Werte, über Demokratie, Gleichheit, Freiheit, Gleichberechtigung, all diese Sachen. Wenn du gerne aktiv werden würdest in der Klimabewegung, ey, es gibt verschiedene Ortsgruppen, mach direkt damit oder emanzipatiere oder partizipiere einfach direkt in verschiedenen Ortsgruppen bei, keine Ahnung, einer Partei oder irgendwie politisch. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Vielleicht gibt es ja auch an deiner Schule eine AG, wo du direkt jetzt heute schon ansetzen kannst. Gleichzeitig, ne, putz dir die Zähne, geh wählen. Wir sind jetzt an der Reihe, dieses Jahr das erste Mal ab 16 Jahren. Das ist ein richtig großes Ding. Und ich bin auf jeden Fall dabei und ich hoffe auch, dass du es bist. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, danke dir, Luisa. Das war auf jeden Fall, vorhin kam die Frage im Chat auf, was können wir tun? Die hast du vollends beantwortet.